zwei weißen Waffen behalte ich jetzt auch mal, damit wir die abgeben können. Obwohl, das mit diesen 50 Waffen, ich weiß nicht, ob das so viel... So, so, nehmen. Hallo, ich mache, dass du ist schon krass. Weiter, ja? Klar. Nett. Nett. Was haben wir denn hier? Wieder irgendwelche schönen Granaten. So, ich brauche als erstes mal Munition. Ne, brauche ich gar nicht. Hä? Wieso brauche ich gar nicht? Fast alles voll. Das wundert mich. Gut, dann können wir direkt weiter. Ich habe so viel Sniper und ich weiß nicht, welcher gut ist. Oder beziehungsweise sind die alle nicht so denn. Kommen jetzt mal zwei weg. Nein, hier kommt man gar nicht rein. Okay. Naja, zumindest bin ich hier rübergekommen mit dem Stingray. Das ist ja schon mal was. Oh, cool sieht das hier aus. Was hängen denn hier für Viecher? Wow. Verdammt, ist das kalt. Da soll ich auch nicht unbedingt rein. So, was gibt's denn hier überhaupt? Oh, komische Viecher. Oh, was ist das? Boah, was sind die denn stark? Meine Fresse. Und dann gibt es dafür nur 5 XP. Willst du mich verarschen? So ein Level 10 Vieh hier. Der irgendwelche Strahlwaffen und Strahlenmaul hat. Karre gleich im Sack. Ach, du bist mit der Karre dahin. Ich dachte, du bist da durchgelaufen. Ich bin jetzt einfach hinterhergelaufen. Zu Fuß. Okay, da unten bist du. Ich weiß gar nicht, ob ich hier sein soll. Aber schön. Könnt ihr einen Auftrag annehmen? Ja, mach mal. Ich bin an so einer Forschungsstation. Auto kaputt. Mach du mal, nimm nur mal einen Auftrag an. Alter. Entweder habe ich hier total beschissene Waffen oder ich bin einfach zu low-levelig hierfür. Los, auf die Nische! Ein Schnuckelviecher, die kennen wir ja noch. Das sind doch so Teile. Aha. Nimm ich. Okay, was ist das hier? Kann ich hier. Uhu! Musik ist cool. Gut, ich gehe mal weiter in die Richtung, in die wir da müssen. Wahnsinn. Ich werde hier von Flugzeugen angegriffen. Von Flugzeugen? Hm. Würdest du auch noch kriegen? Jetzt ernsthaft? Ja. Keine Ahnung, ob wir das auch noch kriegen.
Ich frage mich gerade, wo ich hier lang soll. Hä? Okay. Ich guck mal. Boah. Aha. Wow. Schön. Was machst du denn da? Hast du Schwierigkeiten? Stärken habe ich gerade, ja. Mit Schmeißfliegen. Ja. Und ich frage mich, müssen wir jetzt hier durch irgendwie oder gibt es noch einen anderen Weg? Nee, ich. Hä? Wir sind hier. Was gibt denn hier alles rum? Ah, doch, wir müssen hier durch. Mist. Was liegt denn da alles rum? Auch irgendwie Waffen, Schilder oder so. Tausend Sachen, ne? Ja. Da gibt's Autos. Boah. Scavs. Boah, die machen mich natürlich sofort platt. Das kann doch nicht wahr sein. Also irgendwie. Ach, du bist ja durch das Tor. Ja, da müssen wir lang. Anderen Weg gibt's ja leider nicht. Oh, die sind so stark. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie total falsch gelevelt oder irgendwie so. Keine Ahnung. Ich hab das Gefühl, ich dürfte hier gar nicht sein. Normalerweise müssen wir das auch zu zweit angehen und nicht allein. Ja, wir sind doch, du bist doch da. Jetzt, gerade erst angekommen. Von einem Frenzy-Klatsch in hohem Gras gebissen. Die Augen wurden rot, die Lefzen blau. Aber sonst blieb er normal. Ich dachte, ich hätte einfach mal Glück. Die Gegner werden ja schwerer, weil wir zu zweit sind. Desto mehr Leute drin sind, desto schwerer wird es. Ich guck mal kurz, was hier oben ist. Ein Klo. Ah ja, interessant. Aus dem Klo kommen ganz viele Knochen raus. Ah, hier oben ist eine Waffenkiste. Ja, guck doch mal. Kommen wir nur nicht rein. Keine Ahnung. Mach jetzt auch eine. Laserwaffe für $130 und. Nee, hier ist eine richtig fette Waffenkiste, so eine rote, so eine Special. 75% Bonus auf anhaltenden Schaden. Nur hier ist wieder so ein Elektrozaun vor der Waffenkiste, aber hier, ich sehe nirgendwo ein Kabel. Das gehört? Ja. Sprich, hier gibt's nirgendwo. Hier gibt's nichts, was man kaputt machen kann. Mist. Musik weg. War doch schon mal so, ne? Nee, ich muss, brauch ganz schnell Luft hier. Achtung, Atmosphäre zur Atmung geeignet. Guck mal, hier gibt's überall Waffen. Armer Teufel.
Oh, ich bin so voll, ich kann keine Waffen aufnehmen. Und hier liegen so schöne Sachen rum. Ach du. Automat irgendwo. Weiß ich nicht. Ich guck erstmal. Ich komm mal zu dir. Was ist los mit dir? Auch voll. Nee, der nächste Automat ist echt weit weg. Ich bin jetzt dahin gerannt, wo ich vorhin gespawnt bin, als ich gestorben bin. Kleiner Irrer, ey. Verdammt. Selbstmörderischer Irrer? Ach Gott. Wo ist er hin? Weg ist er. Ich glaube, ich muss erst mal mein Inventar leeren gehen. Oder gleich erstmal vergleichen gehen. Ja, das Blöde ist, ich will jetzt die einfachen Waffen irgendwie wieder nicht wegwerfen, weil wir die da reinpacken können, aber die klumpen mit dem Inventar zu. Das ist natürlich dämlich. Müssen wir nach da hinten. Vorsicht, Luftreserven auf 50%. Keine Ahnung, wie weit nach hinten, aber ich glaube. Hier außen rum. Kommst du mit? Hey, Jack, richtig? Ich bin Roland. Moxie hat mich kontaktiert. Sie sagt, du brauchst Hilfe beim Bau von Robotern. Meine Kollegin Lilith und ich haben in der Gegend ein paar alte Dahl-Fabriken entdeckt. Wir sehen uns dort um. Vielleicht löst das dein Hardware-Problem. Wir melden uns. Klingt gut. Echo mich, wenn du was hast. Okay. Jack hört immer mit. Das sieht interessant aus hier. Die Dinger, die die dort haben, sehen voll stark aus. Pickle. Ich helf gern, wenn der Preis stimmt. Okay, wir haben den kleinen Pickle gefunden. Wo, am ADW? Spring sagt, du bist scharf auf Militär-KI. Aber heute ist dein Glückstag. Du kannst welche aus der Drakensberg klauen. Ich hab gehört, der Bootsmann und der Skipper, die Bosse dort, sammeln seltene und raffinierte Intelligenzen der künstlichen Art. Dummerweise kannst du aber nicht einfach da reinspazieren und nach einer KI fragen. Ich bin mir sicher, dass ich das kann. Übermütig, was? Na gut, das ist ein gerissenes Pärchen, aber vielleicht lassen sie dich ja einfach so an Bord. Ich gebe dir die direkteste Route auf dein Echo. Hatte selbst mal ein Auge auf das Wrack geworfen. Und wenn du dich dort umsiehst, könnte ich ein bisschen shoppen gehen. An dem Abend zog Mom ihre übliche Show ab. Gut, wir müssen hier irgendwie rein. Nach mir. Ich wollte erst mal in die Automaten. Ich fing mittlerweile fast alles, was sie nach mir warf. Aber es prallte ab und traf den Hund. Nicht wirklich fest, aber seine Augen wurden noch röter, die Lefzen noch blauer. Er bekam Schaum vor dem Mund und sprang mich an, grub seine Zähne in meine Kehle. Über mein Schreien hörte ich Dad wimmern, den Hund knurren und meine Mom lachen. Als Dad mich verarztet hatte, nahm ich eine Schaufel und habe dem Hund den Schädel eingeschlagen. Toll. Was? So, auf der Karte sieht man unten irgendwie oder hier irgendwo noch Automaten, aber kann sein, dass das wieder mal falsch angezeigt wird. Nee, ich stehe davor. Du stehst davor? Ja. Ich suche immer noch. Ach da. Genau, so einen Raum hatte ich gesucht. Jo, jo, jo. Sichern und laden. Ja, ach man, weißt du, ich habe keinen Bock hier diese weißen Knarren mitzunehmen, diese Aufgabe. Nee, nee, tu sie weg. Ich habe jetzt hier 5 Stück, aber ehrlich gesagt, ne. Bis wir da wieder hinkommen, weiß ich nicht.
Ja. Okay, das weiß ich nicht. So. So eine habe ich, so eine. Lumpige Rifle. Die war auch schlecht. Gut. Mich gar nicht so lange hier wieder aufhalten. Schöner Schild. Oh, schönes Schild, alles klar. Mhm, schönes Schild. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Ich bräuchte höchstens Granaten. Ja, hier gibt's wieder Oskits. Ah, leck mich doch. Hier gibt's immer so. Naja. Sachen, die dich nicht so interessieren. Genau, was habe ich denn jetzt gerade aus Versehen gekauft? Ich glaube, ich habe mir gerade irgendeinen Scheiß aus Versehen gekauft. Ach, bitte nicht. Natürlich. Das kann da nicht wahr sein. Jetzt habe ich mir Geld ausgegeben für irgendeinen Scheiß. Kapitalismus. Kacke. Für einen Granatenmod, den ich gar nicht brauche. Mist. Ein paar hundert wieder verschenkt. Scheiß. Naja. So, ich gucke auch nochmal schnell rüber. Was haben wir da? Was haben wir da? Nova-Radius von 1000. Überquere die Brücke, sag Bescheid, wenn ich reisen kann. Ja. Das ist die. Achso, das ist der Junge, ich wollte schon drauf schießen. Hey, hey, hey. Achso, was ich mal kurz gucken könnte. Badass-Rang haben wir einen. Ich habe mich gewundert, warum ich mit der Schotte nicht treffen kann. Die hat nur eine Genauigkeit von 18. Ist da nichts? Achso. Ja, das könnte natürlich. Da müsste ich. Genauigkeit 50. Ne, 92, 95, jo. Gut. Ich habe jetzt gerade, wenn ich hier schaue, mal wieder 50 Mondsteine. Da sieht man das, so. Mal schauen. So, wie schaut's aus? Wie schaut's aus? Ja, ich will mich hier gerade ausrüsten. Und das Menü ist auch nicht so gelungen, muss ich dann hin und wieder mal sagen. Missionswaffen. Okay, die haben wir immer noch. Ja, das Menü ist leider von der Konsole übernommen, ne? Ja, von der Konsole übernommen, ne? Sehr doof. So, okay. Gut. Ich muss Waffen testen. Kannst ja gleich. Oh, Outlands Spur. Was ist das? Mal ganz kurz wegkommen, sofort wieder. Guck mal, hier werden auch noch mal, hier sind auch noch mal Automaten, na toll. So. Ach, jetzt können wir hier rumreisen. Das ist natürlich sehr geil. Das wollte ich dir gerade schon gesagt haben. Da war gerade eben auch schon so ein Automat. Falls wir also irgendwo hin müssen, zum Beispiel zurück in die Stadt mal eben oder so. Ja. Können wir das wahrscheinlich damit auch gut machen. Vor allem haben, sieht man hier direkt, wird einem unten angezeigt, welche Quests in diesem Gebiet liegen. Das ist gut. So, wie weit müssen wir denn jetzt hier? Oh Gott. Das ist aber auch eine etwas längere Aufgabe. Schwierigkeitsgrad normal. Mir kommt hier ein bisschen schwieriger vor, ehrlich gesagt. Gibt es hier Autos? Nein, gibt es nicht. Sehe ich nicht. Nee, sehe ich nicht. Vorsicht, Eintritt ins Vakuum. Nee. Die Drakensberg ist ein tolles Wrack. Ex-Dahl-Fregatte, weißt du? Ach so. Jede Wette, sie steckt voller Technologie, die ich kauen, klauen könnte. Der Bootsmann und der Skipper haben mich nie draufgelassen. Aber das wird sich jetzt ändern. Hm.
So. Ich muss echt ein bisschen näher ran mit der Knarre. Merke ich. Dann geht es. Ich habe einen tollen Sniper, der ist so langsam, dass er wieder scheiße ist. Okay. Hier drüben. Der hat hohe Werte und alles sonst ganz gut, aber er schießt so langsam. Irgendwas ist immer, ne? Das ist schon doof. Ach, endlich mal wieder ein paar Kragans, wenn man die habe ich schon fast vermisst. Ja, die kleinen. Vor allem, weil die so schön schnell kaputt gehen. Gerade mal jetzt. Hey, wer hat denn hier die Freeze-Waffe? Du? Hab ich eine Freeze-Waffe? Nee. Oder eine Pflanze hat den gefreezt. Ja, die hat er überhaupt immer komisch. Wundert mich gerade. Oder es ist ja einfach so kalt. Oh, da müssen wir rüber. Naja, mit ein bisschen Spucke geht das. Da gab es Sprungpads, ne? Ja, kommst du so rüber. Hilfe. In der Luft getötet. Shit, 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 shit. Come on, come on, come on, come on, come on. Mann, lad doch schneller nach. Mann, ist ja langsam im Nachladen. Und jetzt ist der Typ weg. Verdammt, jetzt verrecke ich hier. Runterspringen. Jetzt nicht. Oh, ich kam ja nicht ran, weil du auf der Ecke hockst. Danke. Was kommt denn da? Was kommt wo? Eine Riesenbestie. Skiff-Bestie, sehr schön. Die Viecher sind mir mittlerweile lieber als diese ganzen Leute. Ach, guck mal, die reiten da drauf. Ja, genau. Boah, die Rifle, die ich jetzt habe, die ist ja echt cool, ne, mit dem Explosionsschaden, die 900er, die du mir machst. Okay, weil ich habe hier auch keine anständigen Waffen. Aber die lädt super langsam nach, Mann, das ist unglaublich. Die braucht so lange zum Nachladen, das ist, okay. Echt nicht feierlich. War mal ein Dahl-Kriegsschiff, ist aber vor dem großen Bersten abgestürzt, heißt es. Jetzt leben dort ein paar übel riechende Skaffs. Angeführt vom Bootsmann und seiner Freundin, genannt der Skipper. Komischerweise weiß niemand, wie die aussieht. Jedenfalls, sieh zu, wie du da reinkommst. Und sag ruhig unterwegs Hallo zu den Einheimischen. Wo bist du? Kommst du? Draußen. Ich will eben die Waffe noch testen. Nur Gegner. Komm ruhig hier rein. Ich sehe hier keinen mehr. Verarbeitungsanlage. Okay, ich bin jetzt hier drin. Wir sind doch voll die Kassen, ne? Du kannst halt schon Outlaw-Typen. Und ich bin platt. Natürlich hier nicht platt. Oh, was? Ich habe ein Platt gekriegt, aber ich habe keinen Bonus gekriegt. Bin ich habe ein Platt gemacht. Okay, dann muss ich den nächsten nehmen. So, jetzt kommen wir rein hier. Lebt nur noch einer. Alter, sind die denn bekloppt? Boah, die Knarre rockt echt.
Ah, ich habe mir gerade meine ganz schlechte Schotte genommen. Die ist besser als meine Elementarwaffen. Warum ist sie dann ganz schlecht? Die hat, kostet nicht viel, kostet unter $100. Und eigentlich eine Waffe, die ich sofort verkauft hätte, aber ich habe die jetzt einfach mal ausprobiert, weil Schotti, wie gesagt, sind manche echt gut drunter. Oh, und die eben auch Rings hier. Die rasselt ein bisschen beim Schießen, aber. Hat gut Erfolg. Holy crap. Ist hier irgendwo ein Gegner? Wenn ich nicht anvisieren kann, dann schießt er irgendwo hin, wenn ich da wo hin bin. Sollen wir Richtung Auftrag laufen? Ja, wir laufen mal Richtung Auftrag. Wir müssen ja eh wieder zurücklaufen, dann kommen wir noch an den Leuten vorbei. Was war das? Landratte. Du siehst mir ein bisschen zu zwielichtig aus. Kehr um, dann reißt sich der Bootsmann nicht in Stücke. Was meinst du? Ha, ich hab's doch gesagt! Na super. Und jetzt? Gut, dass du fragst. In der Nähe ist eine Steuerung, mit der man die Brücke manuell bedienen kann. Ich geb dir die Position aufs Echo. Höre ich da den quiekenden kleinen Diebpickel? Wenn du von ihm kommst, habe ich gute Lust, dich rüberzulassen, nur um dir ein Bein auszureißen und dich dann joggen zu lassen. Hör zu. Du und der Junge, ihr solltet wegbleiben. Das ist die einzige Warnung. Ich gehe mal zur Steuerung, ne? Jo. Achso, ich dachte, hier wäre die Steuerung. Hä? Leute, Alter, wie viel sind denn davon? Da. Scheiße, mit der Knarre ist scheiße. Wenn ich nicht reinzoomen kann, ist echt kacke mit der Knarre. Ach, fick dich doch. Jetzt ist der lädt, ey. Es ist Polen auf. Oh, ich mach auch bleiben. Gibst du mir? Ja, gleich. Wenn ich hier. Oder auch nicht. Nee, grad geht nicht. Warte mal, ich muss mich mal hier irgendwie. Scheiße. Bist du tot? Ja. Okay. Dann war's das. Schade, schade, schade. So, wo sind wir jetzt? Nee, ich kein Enthusiasmus. Nicht, wenn ich verrecke. Ja. Hast du die Steuerung gefunden mittlerweile? Nee, ich verkaufe gerade meine Waffen. Also wird's ja nochmal. So, Steuerung, wo bist du? Weiß ich nicht. Hier gibt's was für die Gesundheit. Viel zu schlecht die Kinder raus. Jetzt habe ich ja meinen Revolver. Der ist gut.
21. Gerade die einzige Brücke gesprengt. Wie willst du jetzt über diesen tödlichen Lavafluss kommen? Das war unsere einzige Brücke. Du musst das Methan aus den Reservoirs in die Lava leiten. So bauen wir uns einen Weg, indem wir die Lava abkühlen. Das wird super. Ich warne dich, Kleiner. Wenn du und dein Kammerjäger-Schoßhündchen Dummheiten machen, trag ich eure Augäpfel als Ohrringe. Guck mal eben. Ja, was? Ist halt was für dich. Oh. Cool. Danke. Jo. Mal schauen. Direkt mal schauen, was war das? Ein Oskit, ne? Genau. Sehen wir uns das mal an.